Hi, hallo. Herzlich willkommen in unserem Sleepy Sneaker Shop. Was kann ich denn für dich tun? Du suchst Schuhe. Da bist du bei mir genau richtig. Schön, dass du da bist. An was für Schuhe hattest du denn gedacht? Zwei Paar? Gerne. Sich ja sonst zu wenig, nicht wahr? Da können es dann die Schuhe sein, die halten auch so lange und man kann sie ewig tragen. Das verstehe ich total. Fangen wir doch mal mit dem ersten Paar an. Was hast du dir denn da so vorgestellt? Für den Sommer? Okay. So, in die Richtung Espadrille vielleicht? Sagt dir das was? Das ist genau das, was du dir vorgestellt hast. Super. Und wenn ich mir dich so anschaue, darf es bei dir vielleicht ein bisschen was Ausgefalleneres sein? Ja? Stehst du so ein bisschen auf Animal Print? Total. Ah, super. Da habe ich nämlich gerade ein paar reinbekommen. Ganz neu, ganz frisch. Ich finde das Paar richtig cool. Und wenn du magst, zeige ich dir das mal. Hast du Lust? Super. Was für eine Schuhgröße hast du denn? Ja, halbe Schuhgrößen haben wir auch. So 37, 37,5. Ich schau mal, nicht jeder Anbieter hat halbe Größen. Aber wenn ich was finde, dann bringe ich dir eine 37,5. Falls nicht 37. Und dann versuchen wir einfach unser Glück. Klingt das gut? Super, dann gehe ich mal kurz nach hinten ins Lager, such dir deinen passenden Schuh aus und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Schau mal. Ist das nicht ein Schuh? Richtig cool, oder? Ich mag den auch total gerne. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir den eventuell auch selber hole. Für den Sommer mit so einer Skinny Ankle Jeans. Vielleicht auch ein bisschen schlichter das Outfit. Und dann so ein Knallerschuh drauf. Ich glaube auch, dass dieser Schuh jedes Outfit richtig, richtig schön macht und vor allem richtig aufwertet, oder? Ja, ich finde auch so mit Accessoires, Schuhen, Gürtel, Schmuck, manchmal auch Nagellack oder Lippenstift. Damit kannst du so viel machen. Wie gesagt oder wie von dir gewünscht, ist das ein Espadrille-Style-Schuh in Animal Print Optik, könnte auch sagen Leoparden-Optik. Und natürlich klassisch für den Stil des Schuhs hier diese Verzierung. Die geht tatsächlich den ganzen Schuh entlang. Das finde ich ist immer sehr wichtig, dass ein Schuh hochwertig gearbeitet ist und dass er wirklich von jeder Seite her gut aussieht. Das Obermaterial ist in Stoff gehalten, in einem leichten Sommerstoff, genau. Ich persönlich würde dir empfehlen, dass du einfach hier in das Fußbett eine Sommersohle, heißt die, glaube ich, einlegst. Die gibt es relativ preisgünstig bei DM zum Beispiel.
Und dann kannst du die Schuhe ohne Probleme, ohne schwitzige Füße zu bekommen, ganz easy im Sommer barfuß tragen. Überhaupt kein Problem. Und der Schuh ist weiterhin frisch. Und wenn du halt auch irgendwie einen längeren Spaziergang oder so machst und du denkst, eine frische Sohle wäre vielleicht angebracht, dann nimmst du die einfach raus, tust eine neue rein. Merkt kein Mensch. Wie gesagt, der Schuh ist in Stoff gehalten, mit einer schönen Bastverzierung außenrum. Und die Sohle ist, wie du sehen und vielleicht sogar auch hören kannst, in Gummi. Das hat den Vorteil, dass der Schuh ganz leicht ist, also der hat wirklich fast kein Gewicht. So kannst du mit dem Schuh ganz toll lang laufen, ohne dass dir der Fuß wehtut. Und du fühlst dich einfach richtig befreit. Ein bisschen wie barfuß, aber ohne dieses unangenehme Gefühl, wenn man über Steine läuft oder so. Kennst du das? Da weiß man Schuhe erstmal wieder so richtig zu schätzen, oder? Das geht mir auch so. Manchmal denke ich auch im Sommer, gehst du mal ein bisschen barfuß laufen, hast du schon lange nicht mehr gemacht und dann, wo sind meine Schuhe? Habe ich den richtigen Job? Ja, ich liebe Schuhe. Der ist jetzt in der 37. Genau, der Hersteller macht leider keine halben Sachen. Aber schau mal, von der Größe her, was meinst du? Ich würde auch schätzen, dass der passt, wenn ich mir deinen Schuh oder deinen Fuß besser gesagt so anschaue. Und das Gute bei so leichten Sommerschuhen ist ja auch immer, dass die sehr flexibel sind. Wie du siehst, den kann ich wirklich ohne viel Kraft so ein bisschen hin und her drehen. So passt er sich auch super deinen Fuß an und du kannst den richtig schön einlaufen und er ist dann total bequem. Genau, der ist jetzt noch ausgestattet mit Folie, aber wenn du mal reinschlüpfen magst, klar, kein Problem. Das ist jetzt der linke. Du magst lieber den rechten. Klar. Ich hole dir mal schnell den rechten. Tada! Sieht genauso aus wie der linke, oder? Da haben wir aber Glück heute. Da haben wir sogar das Preisschild drin. Und der liegt bei locker flockigen 12,95 Euro. Klingt das gut? Super. Dann würde ich dir hier mal das ganze Füllmaterial rausholen. Dann schlüpfst du rein und sagst mir, ob er dir gefällt und ob du ihn mitnehmen möchtest. Wollen wir das so machen? Super. Dann schaue ich mal, ob ich das alles rausbekomme, was ich hier drin so schön versteckt. Die sind dafür, den Schuh in Form zu halten, genau, dass der sich nicht irgendwie verbiegt oder so, weil ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber wir haben auch einen Online-Shop und wenn wir die dann verpacken, dann ist es manchmal so, dass die durch den Transport so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden und damit die sich nicht verformen, tun wir da immer Füllmaterial rein, sodass sie ganz wundervoll in Shape bei unseren Kunden ankommen.
für dich mache ich das natürlich gerne raus. Da haben wir eben einmal hier dieses Stückchen. Stelle ich dir den mal hin und du schubst einfach rein. Und was meinst du? Willst du den zweiten nochmal dazu anziehen? Hole ich dir auch das Füllmaterial raus und dann kannst du mal beide angucken. Manchmal braucht man das einfach, beide Schuhe am Fuß, überhaupt kein Problem. Geh den auch mal rein und du schlüpfst einfach rein. Lass dir Zeit, überhaupt kein Problem. Du kannst auch gerne mal hin und her laufen. Ist er bequem? Und gefällt er dir, die Frage aller Fragen? Ja. Oh, das freut mich. Toll. Und was meinst du, möchtest du den mitnehmen? Ja. Super cool. Freut mich, dass ich dir jetzt einem neuen Paar Schuhe helfen konnte. Wenn du magst, schlupf einfach wieder raus. Ich pack dir nochmal diese kleinen Teile hier rein, dass dein Schuh auch sicher nach Hause kommt. Und dann kann ich dir das zweite Paar schon zeigen, wenn du möchtest. Super. Dankeschön. Wieder schön sicher verpacken. Zwei ist drin. Ich schaue noch mal ganz kurz, dass auch wirklich alles in Ordnung ist für deinen Schuh. Mit.
Dann verrate mir doch mal, was dein zweites Paar sein soll. Converse. Der All-Time-Favorite. Hast du dir schon überlegt, welche Farbe du möchtest? Die gibt es ja wirklich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Farben, Designs, High, Low, gefüttert, nicht gefüttert. Hast du da schon irgendwie eine Vorstellung? Du weißt es konkret. Perfekt. Dann erzähl mir mal, was du gerne hättest. Weiße? Aber die mit dem roten Streifen, die gibt es nämlich tatsächlich auch mit dem schwarzen Streifen. Rot. Ja, die mag ich auch lieber. Roter Streifen, weiß, high, low, high. Die Dainty oder die normalen, ganz klassisch. Größe 37, 37, 5. Okay, dann schaue ich mal, ob ich die da habe. Hoffentlich, ich drücke dir ganz, ganz feste die Daumen. Bin gleich wieder da. Du wirst es nicht glauben. Doch. Das letzte Paar für dich. Hast du kurz gedacht, ne? Einmal wirklich komplett durchs Lager, um dir dein persönliches Exemplar zu holen. Und schau mal. Dir auch in ganz, ganz vielen Varianten. In Weiß, in Schwarz, in Gelb. Die passen einfach immer. Und bist du jemand, der die gerne abgerockt anzieht oder neu? Du putzt sie immer? Ah, schön. Dann hoffe ich, dass dir das Paar gefällt und auch passt, weil dann weiß ich, dass es bei dir in den allerbesten Händen ist. Tada! Es geht doch nicht über ein neues Paar Schuhe, oder? Das ist das Design, was du dir vorgestellt hast, oder? Sehr gut. Dann hole ich die mal raus, zeig sie dir und dann kannst du mir sagen, nehme ich oder nehme ich nicht, okay? Super. Ich stelle den mal kurz beiseite, dann kann ich dir das gute Stück hier besser zeigen. So, schau mal. Ich mit Transport. Da sind die manchmal so ein bisschen zusammengequetscht. Schau mal. Das wäre das gute Stück.
Converse-Logo. Converse All-Star, genau. Und hier steht Chuck Taylor, falls du das nicht lesen kannst. Und natürlich der blaue Stern. Das ist die High-Variante. In der ganz normalen Sohle, der rote Strich geht natürlich um den ganzen Schuh und natürlich haben wir die klassische Die fehlt, ist es kein richtiger Chuck, oder? Auf jeden Fall. An der Sohle haben wir auch noch einen dunkelblauen Strich. Und natürlich auch ganz wichtig, hinten an der Ferse nochmal das Converse All-Star. Natürlich auch nicht fehlen. Die Sohle brandneu für dich in Gummi. Und wie du hören kannst, ist das Canva-Stoff. In der Farbe Weiß. Klares und sauberes Weiß für dich zum schmutzig machen. Oder auch nicht. Oder zum schmutzig machen und dann wieder sauber machen. Und natürlich saubere, neue ebenfalls in Weiß gehalten. Was ich schon oft gesehen habe, ist, dass man die Schnürsenkel wechselt und rote reinmacht oder grün. Alles, was du möchtest. Das gibt denen dann nochmal so einen individuellen Touch. Hast du noch gar nicht gesehen? Gibt es tatsächlich häufiger. Vielleicht habe ich dich ja jetzt auf eine Idee gebracht. Schnürsenkel hätten wir auf jeden Fall auch da. Den zweiten kann ich dir auch zeigen, klar. Dann lege ich den kurz weg. Und schau mal. Hier hätten wir Nummer 2. Sieht ganz genauso aus wie Nummer 1. Auch brandneu, Schnürsenkel, Farben, Logo, Kappe, alles da, was man braucht. Und schau mal. Aber der ist sogar in einer 37,5 für dich da. Super, oder? Und hier kannst du auch schön in den Schuh reinschauen. Da ist nochmal das Converse-Logo eingedruckt. Alles brandneu und frisch für dich. Schlupf schnell in den zweiten rein. Ich schaue mir so lange den noch an.
bisschen rumgelaufen? Und was sagst du? Gefällt dir auch? Toll. Konnte ich dir heute tatsächlich zu zwei Paar Schuhen helfen? Was für ein wundervoller Tag für uns beide, oder? Soll ich dir den dann einfach wieder einpacken? Klar. Nimmst du einmal den Chuck Taylor, den Converse-Schuh, und einmal deine neuen Sommerschuhe. Die beiden Schuhe würde ich vorne an meine Kollegin geben. Die würde ich dann abkassieren und dann kannst du die beiden Stücke schon mit nach Hause nehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinen neuen Schuhen. Ich hoffe, du genießt eine ganz, ganz tolle Zeit mit deinen Schuhen und kreierst Erinnerungen, an die du dich gerne zurückerinnern wirst. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bis bald. Tschüss.